Grafenstolz ist ein nächster Grand Seigneur, einer aus der Trakehnerzucht, vom Polarion mal Camelot, er selbst gleich mit seinen Nachkommen hier zu sehen sein wird. Er selbst auf den großen Vielseitigkeitsplätzen und in den Geländestrecken unterwegs, sehen wir ihn hier mit einem seiner Nachkommen namens Graphit über Ganymed gezogen mit Susan Pape im Hamburger Derby. Günther, auch das ist eine interessante Offerte, einen Trakehner hier im Angebot zu haben, der sich in der Vielseitigkeit vererbt hat, bewiesen hat, der sozusagen beides im Portfolio anbietet, oder? Ja, zum einen, weil das natürlich sehr selten ist, dass diese Doppelveranlagung überhaupt erstmal besteht und dann auch noch vererbt wird. Er selber hat einen Doppelsieg gefeiert auf dem Bundeschampionat und bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde in Lyon-d'Angers seinerzeit. Ist dann bis 3 Sterne siegreich mit Michael Jung in der Vielseitigkeit. Das soll ihm ja erstmal einer nachmachen. Und dann produziert er, wie hier augenfällig, Dressurpferde. Und im Folgenden sehen wir auch gleich ein ganz hier zu sehen jetzt interessantes Vielseitigkeitspferd im Wiesbadener Schlossparkstadion aus einer Pageno-Mutter. Das sind jetzt nur Beispiele, Wolfgang, aber dieser Grafenstolz, der eben auch im Sire-Ranking für die Eventing-Pferde ganz vorne rangiert, der hat es schon bewiesen inzwischen, der kann beides und er macht beides.